Hallo Internet. Es ist mal wieder soweit, ein neuer Vlog von Maris Melinski, der nicht mit Maris Melinski anfängt, denn ich habe mir diese Kamera geklaut und möchte euch etwas zeigen. Die gute Kombi aus einem guten Beleuchter und einem guten DP erkennt man daran, dass man sich in einem Motiv befindet und denkt, draußen ist es so 18 Uhr und die Sonne ist eben untergegangen, aber in Wirklichkeit ist es einfach fucking tiefschwarz. Good boy. Hast toll gemacht. Es ist Tag 1 im neuen Jahr. Schade, ich dachte, Vic macht jetzt irgendwas Witziges, hat er nicht getan. Ja, der muss dafür bezahlt werden. Wie war dein Winter? Mein Winter war ein bisschen kalt, aber eigentlich auch ganz gut. Wie war dein Herz ohne Vlogs? Gebrochen. Ja, irgendwie cute. Alle sehen sich gerade zum ersten Mal wieder. Und alle sind gut drauf, außer Lisa, weil sie die Autofahrt mit mir verbringen musste. Was? Der Maris reißt immer so Themen an. Der Maris reißt immer Themen im Auto an. Ich war so motiviert heute Morgen. Jetzt bin ich es langsam wieder, aber so während der Autofahrt, es hat gedauert. Es liegt nicht an mir. Joscha, hast du Bock, wieder so richtig hart abzudrehen dieses Jahr? Ja, schon. Simel, hast du Bock, so wieder richtig hart abzudrehen dieses Total, Jahr? Total, ja. Kannst du das mit deinem Gesicht sagen auch? Kannst du das mit deinem Gesicht sagen? Yo. Brauchen wir ein bisschen höher oder ein bisschen höher? Wir haben jetzt diesen geilen Fatih-Tonkurs gehabt. Glaubst du, Jule macht das jetzt heute direkt alles? Nee, keine Ahnung, ganz ehrlich. Ich bin sehr gespannt, weil das heute direkt als erste Aufgabe gar nicht so leicht ist. Viele Stoffschichten übereinander und dann auch noch Martin. Er ist einfach zu fett. Martin, bitte? Fühlt sich die Tonverkabelung heute für dich anders an als sonst? Ja, total. Es fühlt sich ein wenig professioneller an als sonst. Ja, muss man irgendwie sagen, haben die einen Kurs gemacht. Hat 2 Monate Mallorca. Geil. Ja, vor allen Dingen warme Hände trotz Kälte. Ja. Und verrückt. Jetzt 2 Leute. Das ist Wahnsinn, ja. Das ist jetzt Stereo. Das ist ja Ton, du Otto, du Doofe. Meine Fresse, ja, was denn? Ja, that backfires. Es gibt ein Geheimnis, was mich am Set glücklich macht, und das ist, wenn ich ein Butterfly aufbauen kann. Irgendwie, sobald es ein Butterfly gibt, bin ich happy. Es ist wieder einer dieser Tage. Ich glaube, wir haben jetzt Motiv 4 oder 5. Sowas. Okay, es gibt gerade eine kurze Wartezeit. Kleines. Wir haben eigentlich ein relativ. Also, das ist eigentlich das hier. Das ist unser Set. Das ist wirklich nicht groß. Aber es ist gerade so kompliziert, weil wir, wie man hier hinter mir sieht, es. Inzwischen ist es sogar dunkel. Als wir angefangen haben, war es noch nicht dunkel. Und es ist natürlich diese Zeit kurz vor Sonnenuntergang, wenn es dunkler wird, da muss man so ein bisschen gucken, was man erzählen will. Tag, Nacht. Was auch das Schlimmste ist, wenn sich die Fensterhelligkeit wechselt. Deswegen haben wir hier ein relativ aufwendigeres Setup gemacht. Wir haben einmal hier schon mal das langweiligste vorab, eine 600X. Einfach so ein bisschen als Fill, bounced hier in die Wand rein. Dann haben wir hier als Keylight meine Lieblingskonstruktion, C-Stand, Extension Arm, über Gesichter hängen, kann dann irgendwie geil als Key verwendet werden. Das gleiche, weil wir einen Auftritt haben, gibt es hier auch nochmal mit einer Tube, auch wieder auf dem C-Stand, Auslegerarm hängt runter. Wir haben sehr viele Practicals drin. Hier haben wir eine B7C in dem Schirm. Dahin, das sind einfach House Practicals. Und hier vor der Tür, das ist nämlich dieser Glow, den wir eigentlich wollten von außen. Das ist einfach eine Nova, weil es draußen mittlerweile dunkel ist. Merkt keiner. Und um dieses Gefühl von dem Blau weiter zu verlängern, haben wir hier im Flur zum Beispiel auch nochmal einen Tube abgestellt, die auch das Blau nochmal weiter verlängert. Ja.
Und hier drüben haben wir das gleiche, auch nochmal ein blaues Fenster, auch mit einer Nova von außen. Das ist übrigens keine Lichtmaßnahme, sondern tatsächlich eine Regenmaßnahme, denn es regnet und die Novas sind meines Wissens nach nicht wasserdicht. Good boy. Hast du toll gemacht. Und die Pia kennt man außerdem daran, dass er immer Hunger hat. Muss man essen. Und den Ton immer versaut mit einem grummelnden Magen. Nee, das ist tatsächlich bei Lisa aktuell der Fall. Ich weiß auch nicht, warum. Lisa, was ist los mit deinem Magen? Ich weiß auch nicht, ne? Drittes Lehrjahr tut keinem gut. Auch so eine Kamera mitten im Gesicht tut auch niemandem gut. Ja, ich würde es gleich auf der Rückfahrt essen. Aber ist das jetzt wahr? Warte. Oh, sorry. Wie lange bist du noch da? Wir sind alle professionell, wir nehmen das total ernst. Wir sind alle so feierabendmäßig ein bisschen durch, kann das sein? Es ist geil, war ein langer Tag, aber nicht so lang wie gedacht. Das ist ja noch nicht mal 7. Ey krass, wir sind 25 Minuten schneller als geplant. Aber das Leute, heißt das, ich hätte doch ins Kino gehen können? Ja, warum kannst du nicht noch ins Kino gehen? Ja, weil die jetzt deine Verabredung haben geplant. Ja, doch Überraschung, sei überraschungsgeil. Ja. Lisa, willst du einen Vlog-Shoutout an deine Leute machen? Nee. Scheiß Brötchen, Mann. Und das sind die Videos, die Leute gucken, sage ich. Ich würde mich gerne bei euch bewerben. Oh shit. Was sagt das über uns? Was sagt das über die Leute? Was sagt das über mich, dass ich da geblieben bin? Haben wir noch Wasser? True, das frage ich mich tatsächlich seit 3 Jahren. Also. Ja, ich mich auch. Alter, was eine wilde Nummer. Ich weiß, es war auf jeden Fall ein sehr weirder Vlog, weil es. Hat man gemerkt, dass es keinerlei Möglichkeit gab, da irgendwie Struktur reinzubringen. Wir haben heute sehr, sehr viel gedreht an sehr vielen Orten, mit sehr vielen Umzügen, drinnen, draußen, überall. Es war aber ein erfolgreicher Tag und einer, der auch viel Spaß gemacht hat. Er ist für mich noch nicht vorbei, es ist zwar schon spät, aber weil es morgen früh losgeht auf eine sehr, sehr coole Reise, die ich jetzt noch nicht so sehr anteasen will, packe ich jetzt noch ein paar Sachen zusammen. Denn wir haben vor, Joscha kommt morgen mit, einen Podcast aus dem Auto heraus aufzunehmen. Wir sitzen einfach morgen extrem lange im Auto, haben gesagt, wie können wir das produktiv nutzen und wollen jetzt einen Autopodcast, wie Joscha ihn nennt, aufzeichnen. Wir haben uns vorhin überlegt, wie wir das technisch machen. Ne, Auto, Geräuschpegel, dies, das, jenes. Und ich packe jetzt einfach noch so ein bisschen Kram ein, der uns hoffentlich guten Sound trotz Auto ermöglicht. Und dann geht's auch irgendwann nach Hause. Damit recht später Feierabend für den ersten regulären TV-Dreh des Jahres. Dieser Vlog hier ist ein bisschen zu spät gekommen. Ich habe jetzt keinen Bock mehr, den heute noch zu schneiden, muss ich ganz ehrlich zugeben. Das heißt, wir sind gerade ein bisschen in Zeitverzug, also in nicht mehr Realtime, dafür am Wochenende. Und wer aufgepasst hat in der Vergangenheit, könnte sich schon denken, warum Carina und ich heute etwas hibbelig sind in Bezug auf morgen und wo es vielleicht morgen hingehen könnte. In diesem Sinne, wer von euch hat einen Tipp, eine Idee, was wir morgen machen? Hey Lisa. Fokus. Creepy. Creepy. Hä? Sag mal, warte mal. Hä? Bist das etwa du? Okay, los geht's. Danke schön. Ich muss das schneiden, ne? Danke.